seien ein Viereck ABCD, M die Mitte von der Strecke AC und N die Mitte von der Strecke BD. Der Auftrag lautet, beweise, dass Vektor AB plus Vektor AD plus Vektor CB plus Vektor CD dasselbe ist wie das Vierfache vom Vektor MN. Wir stellen das Ganze zuerst grafisch dar und gleichzeitig stellen wir die Hypothese auf. Zuerst haben wir ein Viereck A, B, C, D, dann den Punkt M Mitte von dieser Diagonalen AC und den Punkt N Mitte von dieser Diagonalen BD. Anscheinend, ganz egal welche Form dieses Viereck hat, gilt immer diese These. Also beweisen wir, dass Vektor AB plus Vektor AD plus Vektor CB plus Vektor CD genau das Vierfache vom Vektor MN ist. Egal, welche Form dieses Viereck hat, das scheint anscheinend immer zu funktionieren. Um das zu beweisen, starten wir von dem linken Teil dieser vektoriellen Gleichheit, also von da aus, und versuchen diese Summe zu verwandeln, bis wir an das Vierfache vom Vektor MN angelangen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir zerlegen all diese Vektoren in Summe von zwei aufeinanderfolgenden Vektoren anhand vom Punkt N. Also wir zerlegen AB in AN plus NB, AD in AN plus ND, CB in CN plus ND und CD in CN plus ND. Aber wenn wir uns das genau anschauen, dann stellen wir fest, dass diese beiden Vektoren verschwinden, denn Vektor NB plus Vektor ND, das ergibt den Nullvektor, weil N ja die Mitte der Strecke BD ist. Und genau dasselbe für diese zwei Vektoren da. Jetzt bleibt also noch AN plus AN, also zweimal AN, plus CN plus CN, also plus zweimal CN. Und diese zwei können wir sofort ausklammern. Die beiden Vektoren, die hier übrig bleiben, werden jetzt wieder zerlegt in Summe von zwei aufeinanderfolgenden Vektoren. Und dieses Mal bauen wir den Punkt M ein. Also AN wird zerlegt in AM plus MN. Und CN wird zerlegt in CM plus MN. Und wieder erkennen wir hier, dass diese beiden Vektoren verschwinden, denn der Vektor AM plus Vektor CM, das ergibt den Nullvektor, weil M ja die Mitte von dieser Strecke AC ist. Somit bleibt hier zwischen Klammern also MN plus MN, das heißt 2 mal MN und 2 mal 2 mal MN, das macht 4 mal Vektor MN. Es ist genau das, was zu finden war. Und somit ist dieser Auftrag schon erledigt.